Hallo liebe LS-Landwirte, willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung. Heute befinden wir uns mal in Bella Italia, wie ihr hier schon seht. Und zwar auf der Karte Toscana Storages Solar Panels. Warum das mit Solar Panels heißt, zeige ich euch dann später. Toscana Storages bedeutet, wir sind hier in der Toskana. Die Karte habe ich mir schon vor einiger Zeit mal angeschaut. Aber um es mal so zu formulieren, ich habe dann gedacht, ich warte noch ein bisschen, bis ich sie euch zeige. Inzwischen hat sie sich deutlich weiterentwickelt und ich denke, jetzt zeige ich sie euch mal. Die ist vielleicht noch nicht an allen Stellen fertig, aber man kann auch selber ein bisschen Hand anlegen und kommt dann relativ schnell, denke ich mal, zu einem schönen Ergebnis, zu einer tollen Karte, die sich auf jeden Fall gut spielen lassen wird. So, wir befinden uns hier auf unserem Hof. So richtig schön italienischer Stil. Ja, sieht doch nett aus hier. So, gucken mal, was wir hier so haben. Hier ist leer. Nichts drin. Hier haben wir ein Regal. Für die Anbaugeräte. Vom Frontlader vielleicht. Oder, nee, das ist ein Lager. Das ist ein Lager. Ja, hier oben ist auch eine Produktion. Können wir mal hier gucken, ob wir hier irgendwie rein können. Schleichen wir mal hier rum. Da geht ein Tor auf. Sieht auch aus wie Lager. Das ist ein Trigger. Ja, also wir haben hier ein Lager. Hier drüben haben wir die Traubenverarbeitung. Das ist ja in der Toskana ganz wichtig. So, hier werden die Trauben angeliefert. Und wir können hier Traubensaft und Rosinen herstellen. Das gehört uns auch schon von Anfang an. Hier wird es dann wahrscheinlich alles eingelagert. So, dann haben wir hier gleich mal noch ein Gewächshaus. Wow, da sind ja riesige Kürbisse drin. Und Melonen haben wir auch. Cool. Was haben wir da hinten noch? Was ist das? Sind das Honigmelonen? Könnte sein, dass das Honigmelonen sein sollen. Das sind auf jeden Fall Kürbisse und das sind Wassermelonen. Okay, das finden wir aber raus. Wir schauen dann gleich mal ins Produktionsmenü. So, was haben wir denn hier noch? Das gehört mir. Trauben haben wir hier. Hier steht eine Kuh mitten in unseren Trauben. Aha, okay. Hat die keinen Stall abgekriegt. So, hier hinten haben wir auch noch was. Das sind unsere Hühner. Glückliche Freilandhühner. Mit einem Hahn. So. Dann haben wir hier noch einen Unterstand. Da ein Traktor. So. Ja, das hier, das kommt auf der Karte ab und zu mal vor. Hier ist noch der blanke Boden zu sehen. Denn teilweise ist hier Gras gepflanzt worden, hier zum Beispiel. Aber teilweise ist auch noch der blanke Boden. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber dem kann man relativ einfach Abhilfe schaffen, indem man hier einfach selber noch ein bisschen Gras pflanzt. Und das kriegt jeder hin, denke ich mal. Das ist einfach. Da braucht man keine großen Mapping-Kenntnisse haben, um hier ein bisschen Gras hinzuballern. So, hier haben wir Oliven. Die gehören auch uns. Ja, uns gehört hier relativ viel. Was ist denn das hier? Sieht irgendwie aus wie so ein Wassertank oder so, ne? Oder? Ach, hier ist unser Pool. Ah, schön. Hier lässt sich's aber aushalten nach der Arbeit. Prima. Wisst ihr, fehlt auch wieder das Gras. Aber wie gesagt, oder hier, ja. Aber damit kann man leben, denke ich mal. Hier haben wir noch ein Haus, unser Nachbarn. Noch ein Traktor, der uns gehört. Da ist auch noch ein Haus. So, also hier sieht das Ganze noch ein bisschen kahl aus. Aber, wie gesagt, ein bisschen Gras hier hin machen und schon sieht das alles besser aus. Da ist unser Silo, das steht hier am Hang. Fahrsilo haben wir auch noch. Ja.
der Werkstatt Trigger. Gut, also jetzt gucken wir mal uns die Karte im Ganzen an. So, also hier waren wir jetzt in diesem Bereich. Das ist unser Hof. So sieht die Karte im Ganzen aus. Das ist echtes Terrain. Original, liegt eine Satellitenbildkarte drunter, wie ihr seht. Und an den Feldern erkennt ihr auch, dass das sehr naturnah alles ist, sehr harmonisch aussieht. So, die Karte hat Multifrucht. Wir haben hier die Standardfrüchte und da haben wir einige zusätzliche Früchte. Und zwar haben wir Roggen. Wir haben Senatore Capelli. Ich weiß nicht, was Senatore Capelli ist, aber es ist hier auf der Karte. Könnt ihr dann mal gern selber herausfinden. Tritikale haben wir, Millet, Hirse, ne? Alfalfa ist Luzerne, Karotten, Zwiebeln, Hopfen, Lavendel. Poppy finde ich immer so lustig, diesen Begriff Poppy für Mohn. Okay, und Knoblauch haben wir auch noch, Garlic. Also durchaus eine vielfältige Auswahl an Früchten, die wir hier anbauen können. So, uns gehört schon relativ viel Land, schaut mal. Alles, was hier blau ist, gehört uns. Ich habe es im Modus Neuer Farmer gestartet. Da ist das alles dabei. Also fast, ja, das sind locker 2/3 der Karte. Rund, würde ich mal sagen. Vielleicht nicht ganz, aber auf jeden Fall über die Hälfte der Karte. Das kann man auch genau für 0 Euro wieder verkaufen. Das ganze Land kostet 0 Euro. Also ich habe gedacht, vielleicht kann man einen Teil verkaufen, um Geld zu machen. Aber nee, nee, dann ist alles weg. Und man hat kein Geld. Ja, das setzt sich zusammen aus recht vielen Feldern, die nummeriert sind und auch unnummerierte Felder. Das ist ja auch ein bisschen interessant. Also ich sehe jetzt hier 41 Felder, hier haben wir noch 50. Also sagen wir mal 50 Felder, die hier durchnummeriert sind. Und dann gibt es hier noch diese lilanen Flächen. Das sind die Trauben. Seht ihr hier, das sind relativ viele Flächen, auf denen Trauben stehen, die uns auch noch alle mitgehören. Also hier können wir ordentlich Traubenernte betreiben und Traubenverarbeitung. Sieht doch interessant aus, oder? Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. So, dann gucken wir mal weiter. Hier gibt es nämlich viele interessante Dinge noch zu entdecken auf der Karte. Wir haben hier Produkte. Müssen wir mal gucken. So, hier. Bis zu den Steinen ist der Standard. Dann geht es hier weiter mit Barkmulch. Gut. Beams. Rotwein. Weißwein. Grape Juice. Sparkling Grape Juice. Must without pomace. Pomace, ja. Weiß ich nicht genau, was das alles sein soll, muss ich sagen. Haben wir noch Bulk-Weitwein, das andere war Fabrika-Red und Weitwein. Das haben wir Bulk-Weitwein, Claudi-Weitwein. Da kenne ich mich vielleicht zu wenig mit Wein aus, um zu wissen, was das alles sein soll. Claudi-Weitwein hatten wir, ne? Dann Must with Pommes. Das war Must without Pommes. Das kann sein, dass das Rückstände vom Keltern sind. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht. Die ausgepressten Traubenreste vielleicht. Vielleicht heißen die so. Dann haben wir noch Bulk Red Wine und Claddy Red Wine. Wir haben Kürbisse, die haben wir ja schon gesehen. Wassermelonen? Ja, das sind auch Melonen. Seht ihr, hier steht's. So, Pommes haben wir. Premium Kartoffeln, Nudeln, Tomatensauce, Mixsalat, Haferdrink, Hafermehl, Popcorn, ein Sojatrink, Erdbeereis, gut, und dann die Früchte, die ich euch gerade gesagt hatte. Plus, wir haben noch Äpfel, Orangen, ja, das war's dann. Wir haben noch getrocknetes Stroh von Alfalfa und normales Stroh von Alfalfa, also von der Luzerne. Könnt ihr also das Stroh dann entweder gleich verwenden oder nochmal wenden, dann habt ihr getrocknetes Luzernestroh oder wie auch immer das heißt. So, Fahrzeuge ist überschaubar, habt ihr nicht so viel und ist alles schon relativ alt.
Haben die Traktoren sind alt. Aber gut. Dafür habt ihr halt einen Haufen Land dabei. So Tiere habt ihr auch schon. Schaut mal. 5 Berkshire Schweine. 10 Bentheimer Landschafe. 10 Limousinenkühe. Ein Hahn, zwei Hühner und zwei Pferdchen. Concordio und Gloria sind auch schon da. Missionen gibt es gerade nicht. So, euch gehören weiterhin schon diverse Produktionen. Die Villa haben wir ja schon gesehen, um die Trauben zu verarbeiten zu Rosinen und Traubensaft. Das kleine Gewächshaus haben wir auch schon gesehen. Dann habt ihr hier noch ein extra großes Gewächshaus. Schaut mal, das macht 2304 Zyklen im Monat. A3 Tomaten, die da zum Beispiel rauskommen. Das heißt, ihr habt über 6000 Tomaten im Monat. Oder 4500 Salate. Oder dann auch 6000, über 6900 Erdbeeren. So, ihr habt einen Garten mit Äpfel- und Orangenbäumen. Den schauen wir uns dann auf jeden Fall noch an. Eine Schreinerei besitzt ihr schon, eine Ölmühle habt ihr. Eine Molkerei besitzt ihr auch, könnt ihr schon Butter, Käse, Schokolade herstellen, eine Zuckerfabrik, eine Getreidemühle, eine Bäckerei, eine Spinnerei, eine Schneiderei, die Herbizidproduktion und ein Palettenlager besitzt ihr auch schon, wo ihr die ganzen vielen Dinge, die ihr hier produziert, einlagern könnt. Mit dem Einlagern, das ist so eine Sache. Kann man machen, um zu warten, bis man einen guten Preis erzielt. Andererseits kann man es auch vielleicht gleich zum geringeren Preis verkaufen. Dafür hat man Geld, das man gleich wieder reinvestieren kann in andere Dinge. Ist immer die Frage, wie man da jeder spielen möchte. So, ja, das war es jetzt mal soweit, was wir hier sehen. Also ihr seht, es gibt viel anzuschauen. So, jetzt steigen wir mal in den Traktor ein, um mal eine kleine Runde zu fahren. Hänger lassen wir einfach mal stehen. Wollen uns mal ein bisschen hier die Karte anschauen. Also wie gesagt, das Manko ist, dass es hier alles noch ein bisschen kahl wirkt. Wobei ich denke, Gras hin und dann ist das alles schon viel besser. Jetzt gucken wir uns mal den Rest der Karte an. Das hier überall so aussieht. So diese typischen Bäumchen, diese Zypressen oder was das ist, diese schmalen Bäumchen, die es so in der Toskana gibt, die haben wir hier natürlich auch stehen. Das braucht man sicherlich für das Flair, das richtig einzufangen. Ihr habt hier recht schmale Straßen, wie ihr seht. Oder eher Feldwege. Hier ist eine Wasserstelle. Dürfen wir nur 30 fahren? Na gut, das haben wir mal übersehen, das Schild. Können wir mal gucken, ob wir da hinten zu den Häusern kommen. Bisschen hügelig ist es hier, ne? Seht ihr? So wie es in der Toskana halt ist. Ja, ein bisschen kahl wirkt die Landschaft, finde ich. Hier auch wieder, fehlt auch wieder das Gras. Hier drüben ist es da nicht. Ist komisch. Wie gesagt, ich habe mir die Karte schon mal vor, ja, das ist bestimmt schon anderthalb, zwei Monate her, schon mal runtergeladen und angeschaut. Und habe mir gedacht, nö, die zeige ich euch nicht, weil die gefällt mir noch nicht. Inzwischen ist er schon mehrfach wieder neu hochgeladen gewesen bei Forbidden Mods. Deswegen habe ich gedacht, jetzt lade ich sie mir doch nochmal runter und schaue sie mir an. Und ja, sie hat sich deutlich verbessert. Das Schild ist ein bisschen eingesunken. So, jetzt sind wir hier bei den Häusern. Ja, wie gesagt, hier müssen wir überall noch ein bisschen Gras hinmachen. Aber wenn man das macht, dann... Das habe ich es, glaube ich, oft genug gesagt, oder? Sage ich es nicht mehr. So, das ist auch eine Wasserstelle. Okay, also ihr seht, wie die Karte aussieht. Dann gehen wir mal zu dem Garten. Der ist hier unten.
Da ist der Garten. So. Hier ist ein braches Feld. Hier haben wir ein paar Solarpanels stehen. Hier ist ein kleiner Teich. Nicht viel Wasser drin, aber ein bisschen immerhin. So, was ich euch zeigen wollte, sind hier die Bäume. Schaut mal. Sieht aus, als hingen da Orangen auf den Bäumen. Dann müssen irgendwo noch die Äpfel sein. Die sind wahrscheinlich hier drüben. Weil es sieht genauso aus. Aber ist doch cool. Oder? Also ich liebe, also Obstbäume im LS finde ich cool. Ich frage mich, warum Giants das nicht hinkriegt. Ich meine, die gab es im 19er ja auch schon. Also auf einzelnen Karten. Auf Bergmann zum Beispiel. So, und hier haben wir massenhaft Bienen. Schaut mal. Denen geht es ja richtig gut, den Bienen. Die sind ja auf so einer wilden Wiese. Und hier summt es und brummt es. Das sind massenhaft Bienenstöcke, die hier stehen. Das heißt, ihr kriegt auch ganz viel Honig zusammen. Auf der Karte. So, wir können nochmal ins Produktion- oder ins Baumenü schauen, ob wir da noch was entdecken. Was jetzt hier über den Standard hinausgeht. Ja, hier haben wir ein paar Sachen. Das sind die Standardsachen. Eine Mini-BGA with Refueling haben wir. Eine Small Refueling Station. Eine Winery. Phase 1, Pressing. Naja, schaut mal, da kommt dieses Zeug hier raus. Trauben rein. Das ist scheinbar der rohe Most. Das kommt. Ja, das ist der ausgepresste Traubensaft. Wo ich vorhin nicht wusste, was das sein soll. Der kommt dann hier wieder rein. Fermentation. Ach, guckt mal. Das ist eine Linie drunter und dann sind zwei Linien drunter. Dann haben wir Phase 3, Clarify. Da sind dann drei Linien drunter. Das heißt, ihr könnt hier verschiedene Gebäude bauen, wo die verschiedenen Phasen der Weinherstellung simuliert. Das ist ja mal cool. Also das finde ich richtig stark. Wenn das gut funktioniert, dann wäre das richtig super. So, und dann wird es in Flaschen abgefüllt. Was haben wir dann noch? Ach, den Grape Juice. Den Traubensaft. Mit Sprudel. So, Ölmühle kennen wir. Molkerei, Zucker. Ja, okay. So, was haben wir hier noch? Was ist das? Komplex XXL ist das. Das ist was Größeres. Und da haben wir noch eine Herbizidproduktion. Das produziert Herbizide aus Zwiebeln, Knoblauch und Wasser. Das ist doch auch cool, oder? Dass man aus Zwiebeln und Knoblauch Herbizide herstellen kann, finde ich auch eine super Idee. So, dann können wir noch mal eine kleine Runde fliegen. Dass ihr noch mal seht, wie die Karte von oben aussieht. Aber da machen wir nur eine kleine Runde. Denn wir sind ja jetzt schon gefahren. Mal noch ein bisschen schneller machen. So, jetzt können wir noch mal hier lang düsen. Hier ist der Kartenrand. Hier gibt es eine tiefe Schlucht. So, da sind die Felder. Aber mit diesem Weinanbau, das finde ich schon toll, muss ich echt sagen. Das ist eine richtig super Idee. Ich meine, ich habe mich da schon länger gefragt, ehrlich gesagt, ob man das nicht ein bisschen ausbauen kann mit dem Wein. Ja, wie sagt man so schön, das Thema Wein so richtig breittreten oder, ja, ist vielleicht nicht das beste Wort, breittreten. Das Thema Wein richtig ausgiebig präsentieren. Und das ist hier auf der Karte auf jeden Fall versucht worden. So, was ist denn das hier eigentlich? Ist das ein Sägewerk oder was soll das sein?
Ballenverkauf, ne? Da ist eine Tankstelle. Hier liegen Strohballen rum. Gut, die Häuser sind jetzt nicht so die schönsten. Aber okay. So, da sind wieder Felder. Wälder haben wir natürlich auch. Forstwirtschaft kann man hier auch machen. Die Felder sind teilweise ziemlich klein, wie ihr hier seht. Teilweise doch recht groß. Ab und zu mal ein Teich. Was steht hier Schönes? Okay. So, das ist eine Winery. Was sind wir denn? Hier sind wir. Water Intake. Gehört uns das auch schon? Ah ja, das gehört uns auch. Obwohl, es gehört uns diese Fläche da nicht. Wahrscheinlich das Gebäude selber gehört uns nicht. Kann man das kaufen? Ja, das kann man kaufen für 280.000 Euronen kann man das erwerben. Gut, ich denke, mit diesem Bild beenden wir einfach mal die Map-Vorstellung. Ihr habt gesehen, was man hier machen kann, was die Karte bietet, welche Schwächen sie hat. Ich finde, sie insgesamt hat sie Potenzial. Also das würde ich der Karte nicht absprechen wollen. Ich meine, sie steht natürlich in Konkurrenz zu der Italia-Map von Edo. Das wird schwierig, daran zu kommen. Aber dafür hat sie auch geringere Hardwareanforderungen, muss man auch sehen. So, ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Karte haltet. Ob ihr sie spielen möchtet oder ob ihr noch ein bisschen wartet. Vielleicht gibt es noch eine verbesserte Version. Ich freue mich drauf. So, und dann lasst gerne auch einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.